So, wir kommen zum zweiten Teil. Wie bereits gesagt, wir schnuppern noch ein bisschen in das Kapitel Datenstrukturen herein, denn das ist ein insgesamt größeres Kapitel, vergleichbar zu den Strings. Wir können in C einen neuen Datentyp definieren, mit Hilfe des Schlüsselworts TypeDef. Oder genauer gesagt, eigentlich können wir keine neuen echten Datentypen definieren. Wir können nur auf bereits existierende Datentypen verweisen und diese kombinieren. Hier mal das Beispiel, die Datentypen Number und Big Number referieren jeweils den Datentyp Int bzw. Long. Die Funktionsweise von TypeDef ist also wie folgt. Zwischen dem Schlüsselwort TypeDef und dem Namen des neuen Datentypens liegt die Definition. Ich kann ähnlich wie bei variablen Definitionen mit Komma auch mehrere Definitionen auf einmal anlegen, wie zum Beispiel hier gezeigt, Frequency, Voltage und Current jeweils als Typ Double definiert. Ähnlich wie bei den variablen Definitionen sehen auch die komplexeren TypeDef-Definitionen aus. Der Stern bzw. die eckigen Klammern binden an den Namen der Definition. Also hier das erste Beispiel tStringPointer bindet den Stern an den Namen und damit definiere ich den Typ tStringPointer als Zeiger auf einen Charakter. Die eckige Klammer 100 bindet an den Namen tString100 und damit definiere ich als Typ ein Charakter-Array der Größe 100. Das heißt, aufgepasst, der Stern aus tStringPointer fällt hier weg. Ich referenziere direkt auf Charakter. Und wie wir hier unten im Beispiel sehen, können wir den neu definierten Typ so verwenden wie einen der Standardtypen in C. Also zum Beispiel die Variable s wird angelegt als tString100 und eigentlich indirekt als ein Charakter-Array der Größe 100. Ich kann ganz normal, wie bei einem Charakter-Array, auch die Initialisierung vornehmen. Und das zweite Beispiel, unser Zeiger, tString-Pointer, sp. Sp ist also eigentlich ein Pointer auf Charakter, wird einfach hier beispielsweise auf s initialisiert. Ja, und tBigString ist im Prinzip nochmal eine Wiederholung. Ich binde die Arraygröße 4096 an den Typ tBigString und damit lässt sich ein Array der Größe 4096 vom Typ Character anlegen. Was ist der Vorteil? Nun, die bessere Lesbarkeit des Quelltextes. Gerade komplizierte Typdefinitionen vereinfachen sich, können einfacher zum Beispiel bei Funktionsparametern angewandt werden. Ich kann aber auch, was Sie in vielen Projekten finden, projektspezifische Typen definieren. In manchen Projekten finden Sie sogar ausschließlich eigene Typen und Sie dürfen gar keine Standard-C-Typen verwenden. Der Hintergrund ist ganz einfach, wenn ich die Software portiere auf eine andere Plattform, dann ist es natürlich einfacher, die TypeDef-Spezifikationen anzupassen, als im Programmtext irgendwo die Standard-C-Typen anzupassen, wenn ich beispielsweise von einem 16 auf ein 32 oder auf ein 64-Bit-System wechsle. Außerdem für die Lesbarkeit bietet sich zum Beispiel an, eine Funktion zu schreiben, die als Parameter vom Typ Frequency gespeist wird. Das ist einfacher zu lesen, als wenn da standardmäßig nur Double steht. Wir verwenden zum Programmieren häufig Aufzählungstypen, die Mengen beschreiben, und zwar prinzipiell Mengen, deren Elemente sich ausschließen, wie hier das Beispiel die Ampelphasen Rot, Rot-Gelb, Grün und Gelb oder die Wochentage Montag bis Sonntag. In C kommt dazu das Schlüsselwort Enum zum Einsatz. Enum also für Enumeration. Hier mal das Beispiel für die Ampelphasen Traffic Light States Red, Red, Yellow, Green und Yellow. Wobei das Red initialisiert ist mit der 1. Und das Beispiel Wochentage, die Weekdays, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday und Sunday. Was passiert,
Nun, ganz einfach, C vergibt aufsteigende Integer-Konstanten. In dem ersten Beispiel, also unser Rot, ist vorinitialisiert von uns mit 1. Das bedeutet, dass das Rot-Gelb 2, Grün-3 und Gelb 4 wird. Bei dem Beispiel der Wochentage würde sich Montag als 0 ergeben, Dienstag als 1 und so weiter. Das heißt, wenn Sie nicht initialisieren, startet ein Aufzählungstyp standardmäßig von der 0, genauso wie wir die Arrays in C von der 0 indizieren. Nun, Enum allein erzeugt keinen neuen Datentypen. Um einen neuen Datentyp anzulegen, benötige ich das Schlüsselwort TypeDef. Das heißt, wir können mit TypeDef und Enum einen Datentyp erzeugen. Hier mal das Beispiel für die Wochentage. Unser TypeDef Enum mit der Aufzählung von Monday bis Sunday. Der Typ selber heißt dann T-Weekdays. Das heißt, die Definition liegt eben zwischen TypeDef und dem Namen T-Weekdays. Ist also der vollständige Enum-Typ. Hier mal das Beispiel für die Anwendung. Ich kann nach der Definition diesen Typ ganz einfach so verwenden, wie ich einen Standardtyp in C verwende. Hier mal das Beispiel. Today wird auf Monday gesetzt und yesterday auf Sunday. Intern behandelt C Aufzählungstypen als einfache Integer-Variablen. Das heißt, wir legen eigentlich eine Integer-Variable mit Namen Today an und weisen dieser Variable den Wert 0 zu. Sie sollten beim Programmieren die Namen der Konstanten verwenden und nicht auf die Werte zugreifen, denn schließlich könnte ich die Reihenfolge der Aufzählung verändern, dann würden die Werte nicht mehr mit den Namen übereinstimmen. Außerdem wird so das Programm natürlich leserlicher, wenn hier steht Today ist gleich 0 und Yesterday ist gleich 6, dann ist es weit weniger verständlich, wie die Information Today is Monday und Yesterday is Sunday. Wir schauen uns noch ein kurzes Beispiel in der Virtual-C IDE dazu an. So, wir machen ein einfaches Beispiel für TypeDef Enum. Ich lege mir einen TypeDef an. TypeDef Enum und jetzt in geschweiften Klammern Farben einfach Rot, Grün, Gelb, Blau und Lila und nenne den neuen Datentyp jetzt einfach T-Farbe. Wenn wir jetzt übersetzen, also nur mal mit Compile, sehen wir, dass der Compiler die Konstanten Rot mit 0, Grün mit 1, Gelb mit 2, Blau mit 3 und Lila mit 4 angelegt hat. Ich verwende beim Namen des Typs ein kleines T, einfach als Hinweis darauf, dass das ein von mir zusammengesetzter, also mit TypeDef definierter Typ ist. C weist also jetzt den Konstanten Rot, Grün, Gelb, Blau, Lila die entsprechenden Werte 0 bis 4 zu. Ich kann also intern jetzt mit den Konstanten Rot, Grün, Gelb, Blau, Lila arbeiten und muss nicht mit den Zahlenwerten hantieren. Was C allerdings nicht kann, ist aus dem Wert 0 wieder Rot oder aus 1 wieder Grün als Zeichenfolge generieren. Darum schreibe ich mir jetzt eine kleine Prozedur, printFarbe, die diese Umwandlung vornimmt und den Farbnamen ausgibt. Also void für die Prozedur, printFarbe, Parameter ist vom Typ tFarbe und Farbe. Und ich verwende zur Ausgabe switch case, also switch Farbe und jetzt aufgezählt die Mengen Elemente, also case rot, Doppelpunkt ist dann mit printf einfach unser rot und natürlich break case grün, Doppelpunkt printf grün, break und so weiter. Jetzt noch unser Default, wenn es keine Farbe ist, printf nichts
Ganz einfach. Und Break. So, jetzt können wir uns im Hauptprogramm natürlich eine Variable anlegen. Also unser Typ T Farbe und zum Beispiel mein Rot, und wir setzen das mal auf Rot. Jetzt können wir es testweise mal ausgeben mit Print Farbe und mein Rot. Und wenn wir das starten, sehen wir, dass Rot ausgegeben wird. Der Benutzer soll jetzt einen Farbwert wählen. Ich mache dazu erstmal eine Ausgabe an den Benutzer, also printf. Bitte eine Zahl zwischen 0 und 5 eingeben. Ich lege dazu eine Variable, jetzt mal hier tfarbe, deine Farbe an. Und initialisiere jetzt auch erstmal mit Rot. Und wir können jetzt ganz einfach mit scanf einlesen. %d ist der Platzhalter für int. Enum wird einfach wie ein int behandelt. Das heißt, ich kann einfach mit %d Kaufmanns und deine Farbe den Enum-Wert einlesen. Ich gebe jetzt noch mit printf aus. Du hast gewählt. Und jetzt geben wir mit printfarbe die Farbe aus, also deine Farbe. So, wir können das auch ausprobieren. Also eine Zahl. Und wir kriegen die Farbe lila. Wenn wir nochmal schauen, rot, genau, ist die 0. Und lila ist die 4, das heißt, die Ausgabe passt. Leider unterscheidet C nicht zwischen Werten, die der Menge zugehörig sind, und Werten, die außerhalb der Menge liegen. Das heißt, ich kann tfarbe einem beliebigen Wert zuweisen, ohne dass der Compiler schimpft. Also printf \n, keine Farbe, Doppelpunkt, und nun printfarbe, und zwar die 7. Ich schreibe mal noch als Kommentar dahinter, das ist fatal. 7 ist natürlich nicht Teil der Menge. Und wenn wir das starten und eine Zahl eingeben, dann sehen wir, keine Farbe ist nichts. Wir haben das hier natürlich mit unserem Default Case abgefangen, aber es ist ein Hinweis darauf, dass Sie aufpassen müssen, dass Werte außerhalb des Enums-Bereichs nicht vom Compiler als Fehler erkannt werden. Das wird oft aber auch ausgenutzt, das heißt, man kann auch bitweise Enums definieren, wo Bitmengen im Enum definiert werden, die ich dann kombinieren kann. Und das wäre natürlich nicht möglich, wenn der Compiler solche Enums nicht unterstützen würde. Jetzt möchte ich Sie noch auf eine Gefahr hinweisen. Wir haben gesehen, dass ich initialisieren kann. Ich kann also Rot zum Beispiel hier auf die 1 setzen. Ich kann auch den zweiten oder dritten Wert initialisieren, grün auf 0. Und dann kriege ich natürlich für rot die 1, für grün die 0 und nicht, wie erwartet, für gelb die 2. Also der C-Compiler erzeugt keine ausschließenden Mengen, sondern hält sich an das einfache Aufzählen. Das heißt, gelb ist jetzt gleichwertig wie rot. Und das führt beim Übersetzen zu keinem Fehler, kann aber natürlich die Mengen total durcheinander bringen. Sie sollten daher das Aufzählen besser dem Compiler überlassen und höchstens das erste Element initialisieren. Oder wenn Sie tatsächlich alle Elemente initialisieren wollen, dann eben dabei aufpassen, dass es zu keiner Doppelung kommt. Ich nehme die Initialisierung hier lieber wieder weg. In unserem Fall ist sie ja nicht erforderlich. Ja, wenn Sie noch Fragen haben, dann gerne im Forum stellen. Ansonsten befassen wir uns das nächste Mal weiterführend mit den Datenstrukturen. Vielen Dank und bis dahin.